Ja, im Rahmen dieser autonomen Rauschpositionen an diesem anarchistischen Kongress gilt es zu überlegen, was ist individuelle Freiheit und was sind eigentlich Drogen und was hat die Politik damit eigentlich zu tun oder wo mischt sich die Politik in etwas ein, wovon sie vorgibt, sich eigentlich nicht einzumischen. Das moderne Staatswesen, so wie man es in Europa und zwangsweise heute fast überall auf der Welt so kennt, stammt eigentlich aus der Zeit der Französischen Revolution. Es ist also nicht die christlich-abendländische Wertegemeinschaft, die die Hauptpunkte gesetzt hat für Menschenrechte und Freiheitsrechte, sondern das kam aus der Zeit der Französischen Revolution, waren also revolutionäre Geister und die katholische Kirche, die war gar nicht so einverstanden mit dieser Menschenrechtserklärung. Es ist übrigens interessant, so nur als Randbemerkung, es war von Freiheits-, Menschen- und Bürgerrechte und bei Bürgerrechte war es damals selbstverständlich, dass man nur die Männer meinte. Das heißt, die Einsicht, dass Frauen in der Gesellschaft gleiche Rechte wie Männer haben, die war bei der Französischen Revolution, das ist gut 200 Jahre her, noch gar nicht allgemeines Gedankengut, sondern das hat sich erst eigentlich im letzten Jahrhundert entwickelt. Vor 100 Jahren waren Frauen gemäß europäischer Gesellschaftseinstellung politisch nicht mündig. Sie durften nicht wählen. In der Schweiz sind das 50 Jahre her, wo die ersten Versuche gemacht wurden mit der Gleichberechtigung. Sich sowas zu vergegenwärtigen oder sich zu erinnern, zeigt, wie schnell sich Werte oder das, was man Werte für die Menschheit erachtet, auch verändern. Auf jeden Fall bei der Französischen Revolution und am besten hat eigentlich diese Gedanken ins Deutsche übertragen und ein Drama draus gemacht, das war Georg Büchner in Dantons Tod, ein zentrales literarisches Werk, auf dessen heute noch der Büchnerpreis vergeben wird, einer der wichtigsten Literaturpreise, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Und Georg Büchner hat in Dantons Tod ganz klar die Essenz aus der Französischen Revolution und die Menschenrechtserklärung und die erste französische Verfassung erläutert. Und der Grundgedanke ist, jeder darf auf seine Art genießen, solange er den Genuss anderer nicht beeinträchtigt. Das heißt, die Individualethik und die Sozialethik, das Einzelwesen als Mensch und wie es jeder vor sich verantworten muss und die Wesen in der Gemeinschaft, Sozialethik, das Zusammenleben der Menschen, laufen da zusammen, solange jeder seine Freiheit voll genießen kann. Wer sich Freiheiten nimmt, die die Freiheit anderer beeinträchtigen, das ist eine Frage der Sozialethik und da muss die Gesellschaft darauf reagieren, wie man etwas regelt. Vom heutigen Selbstverständnis des Staatsrechts hat der Staat nur auf sozialethische Fragen Einfluss zu nehmen. Die Individualethik, dazu gehört die Religionsfreiheit, dazu gehört die Überzeugung, ob man jetzt Vegetarier ist oder lieber Fleisch isst, ob man Alkohol trinkt oder eben kein Alkohol trinkt. All diese Fragen gehen den Staat nichts an. Der Staat und das Gesetz fängt erst dort an zu greifen, wo das Zusammenleben der Menschen betroffen wird. Wenn ich also als Einzelperson jetzt sage,
ich will kiffen und ich mache Vorbereitungshandlungen dazu. Das Kiffen selbst ist ja nicht verboten in Deutschland. Man darf jede Droge konsumieren, aber die Vorbereitungshandlungen, der Erwerb, der Besitz oder auch das Weitergeben, das wird geahndet. Und das ist eine Rechtsform, die betrifft eigentlich nur meine Individualethik, weil wenn ich kiffe, schade ich niemanden. Muss keiner darunter leiden. Drum geht das meiner Meinung nach den Staat nichts an. Und so etwas nennt man ein unerträgliches Unrecht, wenn das Recht einen da beschneidet. Und es gab in Deutschland, der war sogar mal Justizminister, der Gustav Radbruch, das war doch zu Kaiserszeiten und zu Bismarckszeiten, und der hat einen juristischen Text verfasst, das war 1946, wo er auf Recht und Unrecht eingeht. Und da auf diesen Text das Bundesverfassungsgericht mehrere Urteile abgestützt hat, möchte ich den kurz zitieren, das Elementare da drin. Und dann wird man auch verstehen, was Rauschkultur oder was eben individuelle Freiheit und Gemeinwesen, wo da die Grenzen sind. Aber Rechtssicherheit ist nicht der einzige und nicht der entscheidende Wert, den das Recht zu verwirklichen hat. Neben die Rechtssicherheit treten vielmehr zwei andere Werte. Die Zweckmäßigkeit und die Gerechtigkeit. In der Rangordnung dieser Werte haben wir die Zweckmäßigkeit des Rechts für das Gemeinwohl an die letzte Stelle zu setzen. Keineswegs ist Recht alles das, was dem Volke nützt, sondern dem Volke nützt letzten Endes nur, was Recht ist, was Rechtssicherheit schafft und Gerechtigkeit erstrebt. Die Rechtssicherheit, die jedem positiven Gesetz schon wegen seiner Positivität eignet, nimmt eine merkwürdige Mittelstellung zwischen Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit an. Sie ist einerseits vom Gemeinwohl gefordert, andererseits aber auch von der Gerechtigkeit. Dass das Recht sicher sei, dass es nicht heute hier so, morgen und dort anders ausgelegt und angewandt werde, ist zugleich eine Forderung der Gerechtigkeit. Wo ein Widerstreit zwischen Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, das heißt zwischen einem inhaltlich anfechtbaren, aber positiven Gesetz und zwischen einem gerechten, aber nicht in Gesetzesform gegossenen Recht scheinbar und wirklicher Gerechtigkeit dient. Diesen Konflikt bringt großartig das Evangelium zum Ausdruck, indem es einerseits von seid Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat, und doch andererseits gebietet, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und das, was hier, sagen wir im Begriff Gott gemeint ist, ist das Gewissen. Denn es gibt ja kein Gesetz, das eine Religion vorschreibt. Und es ist auch interessant, dass das höchste Gericht hier, das Bundesverfassungsgericht, wir können froh sein, dass es das gibt. Das Land wäre sicher nicht so frei, wenn die Politiker könnten, wie sie wollten, und nicht ein paar Richter ihnen immer einen Riegel vorschieben. Dieses Gewissen steht über dem geschriebenen Recht. Das hat zum Beispiel das Verfassungsgericht bei den
Prozessen von den Soldaten der Deutschen Demokratischen Republik an der Grenze, wenn die Tötungsdelikte begangen haben, gesagt, das war zwar vom Staat gefordert, ist aber im Grunde genommen vom Gewissen nicht verantwortbar. Also bei dieser Rechtsabwägung wurde das individuelle Gewissen in den Vordergrund gestellt. Und ein Recht, das gegen das Gewissen geht, das sozusagen dann zum unerträglichen Unrecht wird, aber Gesetzesrecht ist, ist ein Recht, dagegen muss man sich auflehnen. Nicht aufgeben, sondern auflehnen. Und die Grundlage, was man erlebt, ist die eigene Erfahrung. Nicht wahr ist das für jeden, was jeder erlebt. Jeder hat seine Wahrheit. Man bildet sich in seinem Kopf ein Weltbild zusammen. Und Weltbild und Weltanschauung, das kommt von Weltanschauen. Das ist immer das, was man selber wahrnimmt, was in den Büchern steht. Das haben immer andere gedacht. Das kann sehr vernünftig sein, aber das ist die Meinung und die Weltsicht anderer. Und jeder ist anders konstruiert. Aber jeder muss die optimale Möglichkeit haben, aus sich in dieser Welt zu machen, was er oder was sie will und für richtig empfindet. Und das soll jeder so machen können, wie er will, ohne Einschränkung, solange dabei der freie Wille und das Ausleben des freien Willens anderer nicht beeinträchtigt wird. Das heißt nicht die Vorgabe einer Partei oder einer Religion, das ist richtig oder das ist falsch, sondern diese Entscheidung ist eine autonome, eine selbstbestimmte Entscheidung. Mit dem Begriff autonom muss man sich vergegenwärtigen. Auto, das kennt jeder, Autoindustrie, Automobil, selbstbewegend, das Automobil. Und autonom ist selbstbestimmt, selbstbezeichnet. Und je mehr wir autonom sind, desto freier sind wir. Je mehr wir uns in Abhängigkeit begeben, egal von was, von der Bank oder von Chefs oder von Parteibonzen, egal was auch immer, von einer Kirche, die Ablass verlangt, desto weniger ist man frei, desto weniger ist man autonom. Und je mehr man sich befreien kann, egal ob es Parteien sind, Religionen sind, irgendwelche dogmatischen Vorgaben, letztendlich sind das immer Weltsichten von anderen. Und wenn wir die eigene Weltsicht zur Grundlage nehmen und je mehr wir unseren eigenen Fantasien folgen und diese umsetzen, umso mehr können wir uns auch mit uns identifizieren. Und wenn man sich mit sich selbst identifizieren kann und nicht der schlimmsten Seuche, die in diesem Land grassiert, verfallen ist, das ist nämlich für meine Sicht der Dinge der Opportunismus. Das heißt, wenn man sich selbst untreu wird, um irgendjemand zu gefallen oder sich einen Vorteil zu verschaffen. Das heißt, wenn man nicht opportunistisch ist und sich selbst treu bleibt, das ist nicht nur ein Garant, dass man mit seiner Weltanschauung besser klarkommt und weniger Konflikte hat, vielleicht Konflikte mit Behörden, aber nicht Konflikte mit sich selbst, weil man einen Teil von sich selbst zu verleugnen trachtet. Und da ist man auch auf einem Weg, wo man psychotrope Substanzen im Allgemeinen sehr gut verträgt. Wer mit sich in Einklang ist, wer seiner Überzeugung treu ist, wer nicht etwas von sich diskriminieren muss, weil das unangenehm ist, der verträgt im Allgemeinen LSD sehr gut. Während Personen, die rigide sind, die ängstlich sind,
Personen, die sich eben zu sehr angepasst haben, Personen, die sich vielleicht im Verdrängen geübt haben, weil in den Kreisen, in denen sie verkehren, bestimmte Dinge nicht passen, nicht gesellschaftsfähig sind und man schluckt die runter. Ja, man kann gewisse Dinge verdrängen und runterschlucken, aber wenn man dann eine Substanz wie LSD nimmt, dann werden die Kanäle im Gehirn freigeschaufelt und der Damm, hinter dem man das alles verdrängt hat, der bricht plötzlich auf. Und dann kann man schon von all dem Negativen, das wir verdrängt haben, auf den Horror kommen. Und zwar sehr heftig. Das heißt... Entschuldigung, ja? Es gibt keine Horror-Trips. Es gibt keine Horror-Trips. Das sind nur Selbstkonfrontationen. Ja, man kommt nicht mit denen klar, weil man eben dieses Weltbild hat. Und es bricht dann zusammen innerhalb von ein paar Stunden. Und deswegen hat man oder nennt man es einen Horrortrip, aber es gibt keinen Horrortrip. Nee, der Trip ist nicht durch die Substanz bestimmt. Also in Fachkreisen, es gibt da so eine Gesellschaft, die nennt sich Europäisches Kollegium für Bewusstseinsstudien, ECBS. Und da sind namhafte Professoren und Forscher drin. Und die haben in der Terminologie drei Zustände, um psychotrope Erlebnisse zu beschreiben. Und das eine heißt ozeanische Selbstentgrenzung. Das ist das Gefühl, wenn das Ich durch die Einwirkung einer psychotropen Substanz wie Psilocybin, LSD oder Ketamin oder was auch immer, dass das Ich mit der Umwelt verschmilzt und die Leute fühlen sich eins mit dem Universum und sind überglücklich. Und diesen Zustand, der wird mit ozeanischer Selbstentgrenzung beschrieben. Dann gibt es auch die angstvolle Ich-Auflösung. Pharmakologisch passiert das Gleiche. Der Körper empfindet das eigene Ich nicht mehr als separat vom Universum, aber die Leute haben dann Angst, die Kontrolle über sich zu verlieren. Man denke mal über diese Begriffsdefinition nach. Es gibt Leute, die haben Angst, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren. Das heißt, wenn jemand sich kontrollieren muss, tut er etwas systematisch in sich verdrängen und nicht akzeptieren. Also, und wer das halt immer tut und dann auf einmal erlebt, dass das Ich sich auflöst und man nicht alles kontrollieren kann und man vereinigt sich mit der Umwelt, die haben davor Angst. Pharmakologisch passiert genau das Gleiche. Und wie intensiv das ist, das wird durch die dritte Struktur, das nennt sich visuelle Umstrukturierung, das ist bedingt, inwieweit die Substanz die Erinnerung speichert, die momentane Wahrnehmung und die Zeitverzögerung bei der Verarbeitung der Signale eine Rolle spielen. Mit vielleicht bei der Wirkung der Drogen erlebt man oft etwas intensiver oder anders als im Normalzustand. Und wer in sich hineinschaut, der merkt auch, dass wir, wie wir wahrnehmen, also über unsere Wahrnehmung und über unser Selbst kann man allerlei erfahren, wenn man sich selbst mal aus einer anderen Perspektive, das heißt aufgrund anderer Neurotransmittervorgänge im Gehirn, erleben kann. Und wir haben die außerordentliche Fähigkeit, Dinge, die wir wahrnehmen, sehen oder hören, das wird ja alles vom Auge und vom Ohr in Signale umgewandelt, dem Gehirn zur Verarbeitung als Datenmaterial zugespielt. Das Gehirn tut die Information verarbeiten und katalogisieren und dann mit Erinnerungen vergleichen. Nicht jedes Wort, das ich sage, wird von jedem im Gehirn wahrgenommen, die Worte aneinandergereiht, die Kombinationen und mit dem Erinnerungsspeicher, Sprachverständigung abgeglichen. Das heißt, wir haben einen riesigen Speicher in unserem Gehirn, wir haben Prozessoren, die arbeiten zum Teil parallel, kann man sich also vorstellen, ein Computer, der gleich mehrere CPUs hat. Und
Der Thalamus ist sozusagen die zentrale Steuerung, wo die verschiedenen Ebenen verschlüsselt werden. Da wirken auch die meisten psychotropen Substanzen besonders intensiv an. Und wenn wir wieder bei der Freiheit sind, die katholische Kirche hat mehr oder weniger einsehen müssen, dass das mit dem Index von den Büchern, auf dem auch die deutschsprachige Bibel, die Luther übersetzt hat, drauf stand, dass das nicht so funktioniert hat und dass die Leute auch mit der Zeit immer mehr Galilei glaubten, dass die Sonne in der Mitte ist und die Sonne um die Erde um die Sonne kreist und dass der Papst mit seinem Dogma da nicht gegen ankommt. Und da hat man irgendwie eingesehen, solche Verbotslisten bringen nicht besonders viel. Aber in unserer Gesellschaft nimmt die Gewichtung der Kirche etwas ab und die Gewichtung der Staatsanwälte und Richter nimmt zu. Das sind heute so. Der Wächterrat in der Bundesrepublik heißt Bundesverfassungsgericht. Der Wächterrat in Persien, das ist nicht so viel was anderes, nur die Ausgangspositionen sind anders. Aber die haben auch ein Instrument, um Politik und andere Weltanschauung und Ethik miteinander abzugleichen. Und die individuelle Wahrnehmung der Welt aus verschiedenen Perspektiven unter Einfluss verschiedener Substanzen ist auch ja eine Art, sich zu erfahren und wissen über sich und die Umwelt zusammen. Und da einen Index aufzustellen und sagen, ihr dürft das mit dem und dem und dem machen, aber mit dem und dem und mit dem, das darf man nicht machen. Das ist ein Eingriff in die individuelle Freiheit, betrifft nur die Individualethik und nicht die Sozialethik. Sozialethik. Du warst bei Sozialethik. Ja, ja, ich weiß. Es gibt dieses Jahr zwei gute Gelegenheiten, um für die Individualethik und die Respektierung derselben im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen seine Meinung kundzutun. Das eine ist der 9. Mai, da ist der Hanftag und das nächste ist der 1. August und da ist die Hanfparade. Und das sind zwei Demonstrationen, da geht es darum, den Index für bestimmte Substanzen abzuschaffen, weil wir strikt der Meinung sind, dass jeder die Freiheit, die ihm gebührt, die seiner Würde entspricht, für sich nutzt. Und eine Einschränkung dieser Freiheit ist nach der Radbruchsche Formel mit einer Einschränkung dieser Freiheit ist nach der Radbruchschen Formel eine unzulässige Einschränkung. Das ist eben ein unerträgliches Unrecht. Wie das wird dann besonders sarkastisch, kann man sagen, ja, es ist zynisch, wie eine Drogenbeauftragte und wie eine Bundesregierung und wie ein Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit kranken Menschen in diesem Land umgehen. Da gibt es Leute, die haben Darmerkrankungen und andere Erkrankungen, wo Ärzte und Professoren bescheinigen, das Einzige, was ihnen hilft, was sie wissen ausgrund ihrer fachlichen Qualifikation, ist Cannabis. Das lindert die Schmerzen, das regt den Appetit an, das macht das erträglicher und das lindert. Und trotzdem dürfen diese Patienten, selbst wenn sie todkrank sind, wenn also eine Gefahr, dass sie nur süchtig werden, keine Rolle mehr spielt,
trotzdem mit aller Intensität verboten. Es gibt Patienten, die wandern deswegen in den Knast, die werden eingesperrt. Das ist absolut menschenverachtend. Das ist gegen jedes Prinzip der ärztlichen Gunst und gegen solches unerträgliches Unrecht gehen wir auf die Straße und demonstrieren am Hanftag am 9. Mai, geht am Brandenburger Tor los und am 1. August bei der Hanfparade, das geht am Alexanderplatz los. Und ich kann wirklich nur dazu aufrufen, sich politisch zu engagieren für die individuellen Rechte. Ich meine, es gibt noch viele andere Punkte, wo die beschnitten werden. Man muss nur an diese ganzen Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches denken, wo mit Daten immer mehr ausgeklügelt wird, wo treibt sich jemand rum, wo bestellt jemand was, welche Adressen sucht er bei Google Maps aus, das heißt, in welche Location verkehrt jemand. Das heißt, es ist ja, wenn man im Netz verkehrt, die meisten Leute, vor allem wenn sie mit Microsoft-Produkten arbeiten, hinterlassen ja eine Strähne von Informationen, dass also jeder Werbeberater und jeder Kriminologe sich ein genaues Bild machen kann, wie jemand kulturell vernetzt und verstrickt ist. Auch für diese Rechte. Das hat viel auch zum Beispiel mit Schadensminderung im Drogenbereich zu tun. Für individuelle Rechte, für ja, Informationsfreiheit nennt man das, dass man sich frei informieren kann und dass nicht irgendjemand kommt und sagt, du bist böse, weil du dich da oder da informiert hast. Denn man muss berücksichtigen, es gibt Telefonseelsorge, es gibt Online-Beratungen für alles Mögliche, für Leute, die mit Alkoholproblemen haben, für Leute, die mit Heroinproblemen haben, für Leute, die mit den Nachbarn Probleme haben. Es gibt jede Menge Beratungsstellen und wo man auch Tests machen kann und wo man interaktiv beraten wird. Aber wenn jetzt alles immer ein halbes Jahr lang gespeichert vorliegt, und damit will ich nicht nur jetzt den Staat als den Bösen hinstellen, obwohl auch beim Staat sowas vorkommt, aber es braucht nur einen korrupten Mitarbeiter bei der Telekom und einen korrupten Geschäftsinhaber, der MPUs macht und dann mal schnell von allen Cannabis-Beratungsstellen sich die Logfiles rüberschicken lassen und auskundschaften von allen, wen man da rauskriegt, wer das ist, und denen eine Vorladung schicken, doch geben Sie mal ein paar Haare oder ein bisschen Blut ab. Wir wollen wissen, ob Sie noch fahrtüchtig sind oder ob wir nicht an Ihnen ein paar tausend Euro verdienen können, indem wir Ihnen zwei MPUs aufdrücken. Und bei der ersten fliegen Sie nämlich sowieso durch, aber bei der zweiten, und dann ist da noch eine Fahrschule und ein Kursus wie Blöde macht dann 2760 Euro plus Anwaltskosten. Das ist ein Business. Und man weiß, es gibt keinen Datenschutz. Daten, die gespeichert sind, irgendwo ist immer ein Leck. Entweder in der Software, die das absichern soll, dass irgendeiner kommt und das schnell hackt und sich die Daten holt, oder einer, der da angestellt ist, um das zu bewachen, und der ist halt korrupt, weil er zu wenig verdient und irgendwie schon 5 Enkel hat. Es gibt keinen Datenschutz, das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man im Netz umherzieht. Also wenn man zum Beispiel nicht will, dass Google weiß, dass man sich für Drogen interessiert, dann kann man www.metager.de eingeben. Da hat man einen Service von der Universität Hannover, die garantieren dafür, dass sie keine Daten speichern. Bin ich ein bisschen vom Thema ab? Oh nein! Das hat sehr viel mit der individuellen Freiheit und Wahlfreiheit zu tun. Kontrolle. Und es geht um Kontrolle. Und bei den Drogenproblemen geht es um Kontrolle. Historisches. Bis zum Jahr 1967 gab es in der Bundesrepublik Deutschland, also in der alten BRD, einschließlich des Landes West-Berlin,
weniger als 1000 BTM Delikte, die die Polizei pro Jahr registrierte. Und es war am 2. Juni 1967, da hat ein Polizist, der war Meisterschütze im Schießen bei der Berliner, Westberliner Polizei, Kuras hieß der, den Benno ohne Sorge in der Krumme Straße abgeknallt. Ist gut dokumentiert, gibt es sogar Fachbücher drüber. 40 Jahre hat es gedauert, 2007 hat sich der Polizeipräsident von der Deutschen Oper, ist so ein Denkmal, und da ließ der Polizeipräsident einen Kranz niederlegen, nebst einigen anderen, und hat eingesehen, das war falsch. 40 Jahre danach. Und genau in dem Moment stand er überall in den Medien, so wie jetzt in der BZ über den Anarchiekongress, alle Chaoten treffen sich und wie schlimm das auch sei, da stand immer die Rauschgiftwelle. Die Rauschgiftwelle überschwappt das europäische Abendland, das ist der Untergang. Bis 1967 waren es keine 1000 BTM-Fälle in der Kriminalstatistik. Und dann ging es los. Und es waren vor allem Jugendliche und Kinder, die in den Statistiken auftauchten. Das heißt, sie sind auf die Schüler und auf die Studenten los. Weil das war eine Methode der Einschüchterung. Es gab dann auch 71, 72, wo das im Opiumgesetz Höchststrafe 3 Jahre, das Betäubungsmittelgesetz Höchststrafe 10 Jahre, wurde dann 1984 auf 15 Jahre erhöht. Da fing das an und die Kontrolle in Sachen Cannabis hat im Wesentlichen zu tun mit Kontrolle der politischen Bewegung, weil auf den Unicampus der Universitäten wurde gegift. Da haben sie gesagt, das ist der Untergang des Abendlandes, da müssen wir gegen eingreifen. Und da wurde das Rechtsprinzip von Sozialethik und Individualethik über Bord geworfen und haben gesagt, wir können dem Einzelnen vorschreiben, wie er zu sein hat. Das heißt, die Änderung im Rechtswesen, das ging immer einher und alle Innenminister dieser Bundesrepublik haben Terrorismusbekämpfung und den Kampf gegen Drogenkriminalität schon in einem Satz, meistens bei ihrer Antrittsrede, zusammengefügt. Aber das eine, das Wollen, seine Wahrnehmung durch psychotrope Substanzen in andere Zustände zu versetzen, um andere Perspektiven der Welt zu kriegen, damit die eigene Weltanschauung mehrere Perspektiven kriegt, also das Weltbild geweitet wird, das ist Sinn und Zweck zu verhindern, weil die Leute könnten auf Gedanken kommen, die uns unangenehm sind im geschäftlichen Sinne. Und diese ganze Kontrolle, die jetzt läuft, wegen Internet und wegen Drogen kann man ja auch ganze Schulklassen abhören, um zu gucken, wir wollen jetzt wissen, wer da Gift und wer mit dem Dealer alles telefoniert. Das ist ja Überwachung, bis zum geht nicht mehr. Und wenn man jetzt die ganzen Überwachungsgesetze anschaut, es geht um allfällige soziale Probleme hier. Es geht nicht um ein paar Talibans am Hindukusch. Ja, wenn man aktiv und autonom bleiben will, dann muss man immer wieder aufs Neue dafür kämpfen. Freiheiten, die man einmal hat, die bleiben nicht wie selbstverständlich für das ganze Leben. Für die muss man immer wieder neu kämpfen, weil es gibt immer Leute, die sich an der Freiheit des Einzelnen stören. Weil Leute, die frei denken, die sind nicht so leicht manipulierbar. Und je leichter die Leute manipulierbar sind,
umso mehr kann man ein Geschäft machen mit der Arbeitskraft der Leute. Und ein Hauptfaktor für diese Betäubungsmittelgesetzgebung sind auch die Pharmakonzerne. Die machen Lifestyle-Drogen und die deklarieren Medikamente um für irgendwelche Krankheiten. Man denke nur an das Zappel-Philipp-Syndrom und Ritalin. In den USA und auch hier neuerdings kriegen die Schüler zum Teil auch reines Amphetamin und nicht nur Ritalin. Das heißt, auf der einen Seite steuert die Pharmaindustrie dazu, schon die Kinder, 10-15% der Kinder, je nach Bundesland, kriegen heute in der Schule Psychopharmaka. Das heißt, je früher, das ist so wie bei der Kirche, ne? Darum gibt es die Ministranten in der katholischen Kirche, man wollte die auch für involvieren in den Betrieb. Und je früher man die Leute an der Leine hat mit Medikamenten und sie gewöhnt daran, mit Medikamenten zu leben, umso besser steigen die Aktien. Das ist ja nicht der Sinn der pharmazeutischen Industrie, dass die Leute alle gesund sind. Denn Leute, die immer Pillen brauchen, das lässt die Maschinen laufen. Und also wenn ich in meinem Umkreis schaue, ich kenne viele Leute, die kiffen, ich kenne viele Leute aus der Szene, die in den Szenen arbeiten, mit allen möglichen psychotropen Substanzen experimentieren. Wenn die auf dem Flyer stehen, die sind eigentlich immer da. Ich kann mich kaum erinnern, seit Jahrzehnten Party feiern, dass ein Musiker oder ein DJ krank war. Nicht, wenn man mal guckt, die Verkäuferin im nächsten Supermarkt, wie oft die krank ist, die braucht viel mehr Medikamente und ärztliche Hilfe als ein durchschnittlich autonom, frei lebender Konsument verschiedenster Substanzen. Also nicht abhängig sein, autonom sein, hat auch was mit Gesundheit zu tun. Weil das ist weniger Stress. Wenn man von dritten Person abhängig ist und die entscheiden für einen und man entscheidet nicht selbst, das ist Fremdbestimmung, das ist genau das Gegenteil von autonom. Und je autonomer man lebt, umso easier kann man dann auch vielleicht mit irgendeiner Krankheit umgehen. Oft braucht es keinen Arzt, weil ein Mensch, der gewohnt ist, frei zu entscheiden und sich auch zu wehren, der kann sich auch besser gegen eine Krankheit wehren. Während jemand, der es gewohnt ist, sobald ein Problem auftaucht, die Chefin oder den Chef zu fragen oder den Parteivorsitzenden oder den Pfarrer oder wen auch immer, der rennt dann gleich zum Doc und sagt, Hilfe, Hilfe, bei mir stimmt es nicht mehr. Aber der Unterschied ist, der Doc verschreibt einen meistens eine Pille, dass man ein bisschen weniger merkt, was da oben vor sich geht. Wenn man Kopfschmerzen hat, dann geht man zum Doc und dann gibt es ein Rezept. Dann geht man in die Apotheke und dann kriegt man eine Pille und dann merkt man weniger, was im Kopf passiert. Aber wenn ich irgendwie eine Pille oder ein Pülverchen oder ein Päckchen oder ein paar Tropfen nehme, dann mache ich das, damit ich ein bisschen mehr merke, was in meinem Kopf vor sich geht. Und ich denke, das ist ein ganz prinzipieller Unterschied. Autonom entscheiden, welche Substanz nehme ich zu mir, oder in Abhängigkeit überlasse ich das in jedem Fall einem Doc oder wenn der mir was verschreibt oder gibt, inwieweit informiere ich mich, das ist ja heute auch im Netz relativ gut möglich, wie wirkt eigentlich die Substanz, hat die Nebenwirkungen, sind Leute, die in meinem Alter sind oder die vielleicht so alt sind wie mein Kind, wo der Doc das gerade verschrieben hat, und die kriegen ein trizyklisches Antidepressivum, laufen die vielleicht häufiger amok in der Schule als Leute, die das nicht bekommen. Und siehe da, man stößt auf riesige Listen seit den 60er Jahren, wo irgendwelche Ärzte da feststellen, dass man also da in den Obduktionsberichten dies und jenes festgestellt hat. Sich informieren und autonom, auch wenn man zum Beispiel von seinem Arzt
irgendwas verschrieben bekommt. Und vielleicht zum Arztverhältnis noch was. Wer zu seinem Arzt kein Vertrauen hat, der soll sich einen anderen suchen oder eine andere Ärztin. Weil es geht ums eigene Leben. Und es gibt Leute, die belügen ihren Arzt. Aber einen Arzt, den man belügt, dem man falsche Infos gibt, dem man zum Beispiel nicht sagen kann, ich konsumiere diese oder jene Substanzen, weil einfach das Vertrauen nicht da ist, kann ich nur wärmstens empfehlen, auf die Suche zu gehen und einem anderen Arzt. Weil es gibt Medikamente und Drogen, die vertragen sich nicht miteinander. Und wenn man nicht offen mit den Ärzten, mit denen man zu tun hat, wenn man mal krank ist, über solche Dinge reden kann, dann gibt der vielleicht das falsche Narkosemittel und das kann tödlich ausgehen. Und wenn er das gewusst hätte, hätte er vielleicht das Richtige auswählen können. Also auch sehr genau schauen, inwieweit ist der Arzt, der mich behandelt, autonom. Er denkt im Sinne des Hippokratischen Eides. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patienten steht im Vordergrund. Oder inwieweit ist er einfach in einem kassenärztlichen Betrieb nur noch ein Handlanger, Diagnose hier, Rezept da und je mehr pro Stunde irgendwie das sein muss, weil die Miete doch so teuer ist und die neuen Geräte so teuer sind. Also die Merkantilisierung des Gesundheitswesens ist nochmal ein anderes Thema, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber das Verhältnis Arzt und Patient, wenn das gestört ist, das ist auch ein sehr heißes und oft schädliches Vorhandensein. Und man sollte, solange man gesund ist, schauen, dass man einen vertrauenswürdigen Doc kennt, mit dem man über alles reden kann. Oder dass man vielleicht auf einen ethnobotanischen Kongress geht und sich da mal mit guten Fachärzten, die sich mit Substanzen auskennen, und unterhält und zu riesigen Nebenwirkungen und Medikamenten, die genau befragt. Weil da gibt es öfters Unfälle einfach aus Unwissenheit. Und es ist sehr schwierig, wenn jemand im Koma liegt, für einen Arzt zu entscheiden, nehme ich dieses oder jenes Mittel. Hat er das konsumiert, dann ist das Mittel tödlich. Hat er das konsumiert, ist das Mittel tödlich. Da ist es eine enorme Verantwortung. Und Ärzte lernen genauso von ihren Patienten wie die Patienten vom Arzt. Das ist auch beim Drogenberater oder Drogenaufklärer so. Das Wissen um Substanzen kriegt man nur, entweder die Substanz selber konsumiert oder sich mit Leuten unterhält, die in einem bestimmten Set und Setting diese Substanzen auch konsumieren. Also die Information, der Informationspool geht immer nur vernünftig, wenn er auf gleiche Augenhöhe stattfindet. In dem Moment, wo eine autoritäre Struktur dahinter ist und die gleiche Augenhöhe fehlt, fließt die Information nicht mehr richtig, weil sie muss ja hin und her fließen. Denn gesund werden kann ein Patient eigentlich nur, wenn er gemeinsam mit dem Arzt arbeitet. Das heißt, die Information vom Patienten an den Arzt und die Information vom Arzt an den Patienten, die sind gleichwertig für den Genesungsprozess. Und für ein vernünftiges, sagen wir, risikomindernes oder genussoptimierendes Verhalten bei Drogengebrauch, wenn man das entwickelt, dann ist das nur immer gemeinsam der Drogenberater und der Konsument oder die Konsumenten. Wobei das auch zusammenfallen kann, je nach Situation. Aber die gleiche Augenhöhe und die Freiheit von Angst, eine Information könnte missbraucht werden, ist ganz, ganz essentiell. Und
diese Freiheit von Angst, dieses Grundrecht der Würde eines Menschen, es ist, gehört zur Würde des Menschen, ohne Angst leben zu müssen. Und wenn ich in einer Stadt lebe und ich gehe in einer Stadt spazieren und ich kann frei von Angst da rumlaufen, weil ich weiß, dass ich nicht an jeder Ecke ein paar Hecken schützen, die, weil ich eine andere Religion habe oder eine andere Hautfarbe habe, mich jetzt gleich abknallen, das ist die Grundlage von einem sozialen Gemeinwesen, dass man zusammenleben kann. Dazu gehört die Freiheit von Angst, denn Angst bedeutet Stress. Und darum ist alles das, was Angst bereitet und die individuelle Freiheit einschränkt, ob das ein Betäubungsmittelgesetz ist oder eine Vorratsdatenspeicherung, muss man den Leuten aufzeigen, wo liegen die Gefahren, Schadensminderung und politisch sich engagieren, das einzudämmen. Die Mechanismen, die Strukturen, die den Leuten Angst einjagen, zu unterminieren. Das heißt, in diesem Lande, weil letztendlich entscheiden nicht die Politiker, sondern das Bundesverfassungsgericht, muss man seine Anliegen, seine Weltanschauung in einer möglichst juristisch einwandfreien Sprache, und dafür empfehle ich, um diese Sprache zu lernen, das ist manchmal interessant, wie Kriminalromane von Agathe Christie, sich zu Themen, die einen interessieren, Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen zu lesen. Weil das sind Formulierungen, die sind gewichtiger als die Formulierungen der Politiker. Wenn ich zum Beispiel die Drohnenbeauftragte in eine Kolumne des Handelsjournals blöd anmachen will und mir Ausdrücke überlege, wie ich die so richtig anzecken kann, dann gucke ich beim Bundesverfassungsgericht unter Beleidigungsklagen und Rufmordklagen und Ähnliches, da bringen die ja immer Fallbeispiele, was darf ich sagen, was nach höchstrichterliche Meinung noch nicht beleidigend ist und was schufen jetzt Beleidigung ein. Das heißt, sollte die Frau je auf die Idee kommen, mich mal deswegen zu verklagen, kann ich sagen, hier Bundesgerichtsentscheid so und so, das ist keine Beleidigung. Und seine Texte, auch auf Flugblättern, auch auf Einladung, in Programmen für Veranstaltungen, je klarer sie juristisch nachvollziehbarer sind, umso leichter sind sie für Juristen verständlich. Umso eher fühlt sich ein Jurist angesprochen und wenn das sein Thema ist, schreibt er vielleicht in einer juristischen Wochenzeitung einen Artikel zu dieser Thema, zu dieser Thematik. Das heißt, die Juristen müssen nachvollziehen können und mit der Rechtslogik belegen können, dass wir aufgrund unserer Weltanschauung ein Recht einfordern, das uns nach Grundsatz eines Rechtsstaates zusteht. Und dazu gehört die Wahlfreiheit der Art und Weise, wie ich mich berausche oder mein Wahrnehmungssystem verändere. Und dazu gehört auch die Informationsfreiheit, die persönliche Freiheit, so zu kommunizieren, ohne dass ein anderer mir dabei in die Karte guckt. Wie früher bei der Post, da hat man einen Brief eingeschmissen und da wurde nicht registriert. Während heute kann man ja irgendwie im Computer alle Briefe in der Sortiermaschine gleich abblitzen. Da steht ja Absender und Adresse drauf und schiebt man das gleich in die Datenbank. Ja, ich glaube, das wäre es mal im Wesentlichen. Wenn da irgendwelche Fragen sind, dann versuche ich die so klar und deutlich zu beantworten, wie ich in der Lage bin. Kannst du bitte den Argumentationsweg von Seiten des Rechts mal darlegen, warum zum Beispiel Gras verboten ist? Also wie die das rechtfertigen, dass wir kein Cannabis konsumieren dürfen? Das ist eine komplizierte Geschichte. Also der Vorwand,
Also erstens mal verboten, das Betäubungsmittelgesetz gehört zum Nebenstrafrecht. Das heißt, es gibt einen Erlaubnisvorbehalt und der obliegt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder dem Opiumgesetz. Das heißt, Apotheker, Ärzte, Fabriken, Händler kriegen, wenn sie mit Betäubungsmitteln zu tun haben, eine Erlaubnis von diesem Institut. Und dass Substanzen für die allgemeine Bevölkerung nicht zugänglich sein sollen, ist die Angst vor Fremdgefährdung. Das heißt, wenn ich ein Pfund Haschisch besitze, dann sagen die, bin ich vermutlich ein Händler und würde das anderen Leute geben und die könnten dabei Schaden nehmen. Das heißt, ich bin eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das heißt, das Betäubungsmittelgesetz basiert auf der Fremdgefährdung. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht, das war 1994, festgestellt, dass der Konsum ja nicht verboten ist und aus verfassungsrechtlichen Gründen in Deutschland auch nicht verboten werden kann. Und deswegen gibt es die sogenannte geringe Menge, bei der die Staatsanwaltschaft einstellen soll, dass sie Berlin 10 Gramm muss und 15 Gramm kann. Es ist keinem anderen Bundesland derzeit so hoch wie in Berlin. Diese geringe Menge musste eingeführt werden, weil man kann nicht die Vorbereitungshandlung strafbewehrt lassen für eine Handlung, die per se im Gesetz nicht verboten werden kann. Und wer eben nur eine geringe Menge hat, dann ist das glaubwürdig für den Eigenverbrauch und das ist dann nicht mehr strafbewehrt, wird also eingestellt, weil keine Fremdgefährdung vorliegt. In Berlin kann es dir aber passieren, wenn du direkt auf einer Bank am Eingang von einem Schulgebäude einen kiffst und du hast nur ein Gramm auf Tasche, dann gibt es ein öffentliches Interesse, weil das ist Fremdgefährdung von Schülern, schlechtes Vorbild. Das heißt, man hat nicht die absolute Gewähr, wenn man weniger als 10 Gramm hat, dass es in Berlin eingestellt wird. Also wenn man sich besonders blöd anstellt, kann man auch hier etwas passieren. Aber die Trennung Fremdgefährdung als Maßnahme zum Schutz der Allgemeinheit und Eigenverbrauch ist da wesentlich. Und das ist natürlich in der Politik ein wahnsinniger Hickhack, wo setzt man da die Grenze? Aber was soll denn daran nun so gefährlich? Also wenn dann eine Fremdgefährdung besteht oder so, dann müssen die auch begründen, worin diese Gefahr bestehen soll, dass die anderen Leute dann auch zu Haschischkonsumenten werden. Ja, das ist eben diese ganz komische Geschichte. Beim Bier, man kann ja auch so viel Bier saufen, aber wenn man Bier im Laden verkauft, dann sehen die Leute keine Fremdgefährdung, obwohl jedes Jahr ein paar 10.000 Leute wegen übermäßigen Alkoholkonsum sterben. Aber da ist irgendwie, das ist halt gesellschaftlich integriert, wie es heißt. Und da sagt man, das sei keine Fremdgefährdung. Und jeder Bürger ist ja mündig zu entscheiden, wie viel er trinkt. Aber genau diese Mündigkeit spricht man dem Bürger bei Cannabis ab. Also im Grunde genommen sagt die Rechtsprechung, der Deutsche ist im Schnitt zu blöd zu entscheiden, ob Cannabis ihm gut tut oder nicht. Wenn da einer rumsitzt und mehr als 10 Gramm oder 6 Gramm davon auf Tasche hat, besteht die Gefahr, dass er das weitergibt, der das raucht und sich damit gefährdet. Diese Gefährdung. Drum sind die ja hergegangen und haben irgendwie so Programme, Therapie für Cannabis und Beratung bei Cannabiskonsumenten. Da gehen ungefähr knapp 20.000 Leute jedes Jahr hin, wobei ungefähr 15% davon freiwillig und die restlichen 85%, weil Schule oder irgendeine Behörde oder sonst was sie dahin geschickt hat als Maßnahme. Aber mit dieser Zahl begründet wiederum, das ist so wie wenn man die Schlange sich in den Schwanz beißt,
begründet die Drogenbeauftragte, ja, wir haben im Jahr 2000 nur so und so viele Fälle gehabt und im Jahr 2007 oder 2008 waren so und so viel. Das hat sich so vervielfacht. Daran sieht man ja, wie gefährlich Cannabis ist. Und darum müssen wir es verbieten. Aber gegen diesen Trugschluss hilft nur Aufklärung, Aufklärung, nochmal Aufklärung, egal wo, überall und ein Ausdiskutieren der Situation. Die Medien, die Journalisten sind heute weitgehend faul. Und wenn die deutsche Presseagentur was rausgibt oder die Drogenbeauftragte eine Pressemitteilung macht, dann geben die das wie einen eigenen Artikel fast wortwörtlich wieder. Und egal was für ein Unsinn da drin steht, da wird kaum recherchiert. Und da gilt es wirklich einfach, sich aufzulehnen gegen und das überall zu brandmarken. Jetzt sind Wahlen, Europawahlen und Bundestagswahlen. Mal nicht zu einer Parteiversammlung gehen, der Partei, die einem am liebsten ist, sondern vielleicht zu der Partei, die man am meisten auf dem Kicker hat. Und man sagt, das sind die letzten Arschlöcher, da ist halt der Schäuble mit dabei und der macht dies und jenes und das finde ich gar nicht gut. Und da irgendwie sich in die Diskussion einmischen und da die Abgeordneten, die sich zur Wahl stellen, fragen und mal öffentlich ihr Nichtwissen durch gescheites Fragen dokumentieren. Ja, eine gute Idee. Sich einmischen, das ist, hat der Bundestag rausgegeben, sich einmischen. Muss ich dazu aufgefordert. Mutig sein, das ja. Wort zu ergreifen ja, in der Öffentlichkeit. Ja. Oder auf Abgeordnetenwort, geh auf deinen Wahlkreis, guck, wer da zuständig ist und frag die alle, wie stehen sie dazu? Gute Textvorlagen findest du zum Beispiel auf den Seiten von der Hanfparade über Recht und Ethik und über Recht des Demonstrierens und über Wahlfreiheit. Findest du gute Texte oder beim Deutschen Hanfverband auf der Seite findest du gute Texte oder bei Event Rave in unseren Pressemitteilungen. Also man findet überall, wenn man sucht, gute Textbausteine und kann die da einsetzen und bös fragen. Und das ist öffentlich. Da gucken viele Leute hin, wie antworten die drauf? Da kommt vielleicht der nächste Kiffer und fragt die nochmal. Sagt, wie meinst du das jetzt? Je mehr man sie intensiv damit konfrontiert, umso mehr müssen sie sich überhaupt auch mit den Sachverhalten. Viele Politiker haben keine Ahnung von der Materie. Man kann das nicht verübeln. Ein Politiker kann nicht vor allem eine Ahnung haben. Aber wenn er Stellung bezieht, dann muss man ihn schon konfrontieren mit anderen Ansichten als seine Parteispitze. Keine weiteren Fragen? Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen, netten, informationsreichen anarchistischen Kongress hier in Bethanien. Ja.